Es gibt auch eine lustige Story. Ich weiß aber nicht, ob ich das erzählen kann, Chat. Okay, ich sage Sachen, aber ich muss die Namen rauslassen, okay? Okay, ich war in Niemandsstadt bei einem Turnier, das hieß Uli Geller Turnier. Da war ich mit ein paar Leuten unterwegs. Der eine hieß Ferdinand, der andere hieß Raphael, der andere hieß Maximilian und die haben auch alle YouTube gemacht. Wir sind unterwegs, unterwegs, unterwegs. Auf einmal fängt der eine an zu erzählen, dass sein Kollege für irgendwelche Fußballspieler nicht unbedingt in derselben Stadt, das wäre ja zu krass Zufall, nicht unbedingt in der Stadt, wo wir waren, Lachgas bestellt. Also zwei Spieler Lachgas bestellt, weil wenn die das nehmen, gelten die auf den Test für Spieler bei den Drogentests noch als negativ, aber sind dann trotzdem für kurze Zeit high. aber ist natürlich eine ausgedachte Story, Chat. Ich weiß auch nicht, wer mir das erzählt hat und ich weiß auch nicht, wo diese Spieler spielen, bei welcher Mannschaft. Natürlich nicht in derselben Stadt, wo das Turnier war. Natürlich nicht. Und deswegen machen das vielleicht auch mehr, das weiß ich nicht. Ich weiß nur von zwei Spielern, aber man darf ja nicht zinken.